Hallihallo zu einem neuen kleinen Tutorial, dieses Mal nicht mehr im alten Projekt, sondern mal mit einem frischen neuen Projekt, wie man hier auch schon sehen kann. Und wie man wahrscheinlich schon am Titel und am Thumbnail erkannt hat, geht es dieses Mal um Spraydosen, also Texturen, so besprayen kann, also Objekte besprayen kann zum Beispiel oder halt einfärben kann, wie man möchte. Ich zeige das mal eben kurz. So, dann bin ich auch schon im Spiel und dann habe ich jetzt hier meine wunderschön modellierte Sprayflasche mit einem Partikeleffekt, so mit der grünen Farbe. Und wenn ich jetzt einfach hier zu der Wand gehe, dann kann ich sie einfach anmalen. Das Sprühen selbst hat nichts, wie man auch schon hier so sieht, nichts mit den Partikeln zu tun, sondern die sind einfach nur zur Dekoration da. Und dann kann ich hier einfach schön dran sprayen oder dann hier nochmal so ran sprayen. Oh, ist ja einer auf cool. Yeah. A für Aces. So. Und ja, das werden wir dann mal machen. Das hat recht viel Ähnlichkeit, also was heißt hier recht viel, sondern es ist fast dasselbe wie mein Dissolve Laser, den ich schon mal gemacht habe. Das ist das Script, was wir jetzt schreiben werden. Und dann öffne ich erstmal das Script. So, im Script müssen wir erstmal ein paar Sachen festlegen. Und zwar, wir wollen ja von der Spraydose bestimmte Sachen, und zwar zum Beispiel erstmal Public Color. Color, und zwar die Farbe. Logisch bei Color. So, welche Farbe das denn haben soll. Dann brauchen wir noch den Radius als Float. Radius. Den der Brush hat. Also wie breit ist denn der Brush ist. Also der Brush sollte man wissen, ne? Und dann brauchen wir natürlich noch eine Float für die Distanz. Also aus was für einer Distanz wir denn sprayen können. Oder sagen wir mal 3. Und dann, wenn man ein Partikelsystem hat, machen wir nochmal hier das Partikelsystem. Da sage ich einfach P. So. Dann brauchen wir noch ein paar normale Variablen, die nicht public sind. Und zwar erstmal holen wir uns einen Vektor 2D. Und zwar für die Pixel-UV-Koordinate. Da schreiben wir einfach Pixel-UV. Da brauchen wir nämlich die Koordinate auf der Textur. Dann brauchen wir einmal eine Textur als Buffer. Texture 2D. Da sage ich einfach unterstrich T für Textur. Denn wir nehmen die Textur von dem Material, das wir besprayen, und dann nehmen wir das, kopieren sie jetzt in diesen Buffer rein, verändern die in dem Buffer, verändern die Textur in dem Buffer, also erzeugen eine Kopie. Besprayen die, also färben sie ein und ersetzen dann im Material die Originaltextur mit unserer neuen bemalten Textur. So dass dann nicht die Originaltextur übermalt wird, denn ansonsten, das will man ja nicht, die Originaltextur soll ja bitte gleich bleiben. Deswegen arbeiten wir mit einer Kopie. Dann brauchen wir nochmal einen Renderer. Da sage ich einfach Rend. Ups. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch auch noch einen Raycast Hit. Den können wir hier mal reinschreiben. Raycast Hit, und zwar Hit. So. Dann haben wir auch schon alles. Dann gehen wir in die Update und machen erstmal eine Input-Abfrage. Und zwar input.getButton. Und dann natürlich wieder unser Fire One für die linke Maustaste. Dann, wenn man einen Partikeleffekt drin hat, machen wir hier nochmal eine Verzweigung und sagen if Aufrufezeichen. P.isPlaying, also wenn es nicht abgespielt wird, machst du bitte den Partikeleffekt an, also P.play und dann startet der Partikeleffekt. Den würden wir jetzt einfach ohne diese If-Abfrage die ganze Zeit den Partikeleffekt starten, würde man ihn nicht sehen, weil er ja immer wieder von vorne anfangen würde, weil er würde immer wieder starten. Deswegen fragen wir ab, hey, wird er noch nicht abgespielt? Gut, dann spiel ihn ab. Wenn er abgespielt wird, dann brauchst du ihn ja nicht normal abspielen. So, dann machen wir eine weitere Physics-Abfrage, und zwar die Physics-Abfrage für den Raycast, aber wir hauen davor ein Aufrufezeichen, und zwar wollen wir, wenn der Raycast nichts trifft, es einfach return. Also sagen wir erstmal Raycast und dann sagen wir Kamera.mainCamera und dann ScreenPoint to Ray, dass wir von der Bildposition, also vom Screen aus, einen Ray schießen und dann sagen wir einfach Vektor 3, Screen.width durch 2 und dann Screen.height durch 2 und dann Kamera.main.nearClipPanel. So, und dann schießen wir einen Strahl von der Mitte des Bildschirms aus. Dann gehen wir hier 2 weiter und machen einfach Komma und dann machen wir OutHit. Dann nochmal Komma und sagen dann die Distanz, einfach nur Dis. So.
Und wenn das der Fall ist, also wenn das nicht der Fall ist, wenn da nichts trifft auf der Distanz, also wenn der Strahl auf der Distanz nichts trifft, sagen wir einfach Return. Toll, einfach springen ab hier raus. Ups, da fehlt eine Klammer. So. Dann sagen wir Return, springen hier einfach raus. Gut. Wenn das natürlich etwas trifft, haben wir ja logischerweise etwas. Also machen wir, arbeiten mit dem, was wir bekommen. Und zwar brauchen wir erstmal den Renderer von dem Objekt. Jedes Objekt hat einen Renderer. Das kann man, da kann man schon mal sicher gehen. Man braucht den Renderer nicht abfragen, ist Renderer Component gleich null, weil jedes Game-Objekt, ob 2D oder 3D, hat einen Renderer. Ohne Renderer könnte man nichts sehen. So, und dann sagen wir einfach nur Rend ist gleich Hit. .transform.getComponent und dann fragen wir ab Renderer und sagen ihm, hey, Rend ist gleich der Renderer, den wir treffen. Dann erstellen wir uns ja erstmal einen Buffer für das, die originale Textur des Renderers. Also sagen wir erstmal Texture. Dann sage ich jetzt einfach O für Original ist gleich rend.material.getTexture. Und jetzt ist die Sache, man könnte so gesehen die Variable von der Textur selber bestimmen. Ich zeige auch gleich, wo man das beim Shader selbst bestimmt. Aber die Sache ist, Konvention ist es, dass die Main-Textur immer unterstrich M groß Main und dann großes T E X. Main Texture, also Main Text. Das ist Konvention, dass das so heißt. Es ist einfach schon immer so. Außer bei den neuen Universal Render Pipeline Materials von Unity. Vielleicht wollen sie da eine neue Konvention einfügen. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das ist Konvention, wenn ihr euch auch Sachen aus dem Internet zieht oder sonst was, dass die Main Texture unter der Variable unterstrich Main Text gespeichert wird. So. Dann erstellen wir erstmal eine neue Textur mit unseren Buffern, die wir eingelegt haben, mit Unterstrich T ist gleich New Texture 2D. Und dann nehmen wir einfach die Größe des Originals, der Originaltextur. Wir wollen ja die Textur kopieren, darum brauchen wir auch die gleiche Größe. Also sagen wir O.width und O.height. Dann haben wir eine leere Textur erstellt und jetzt müssen wir etwas in die Textur reinfüllen. Und da hat Unity auch was Schönes und zwar können wir einfach nutzen graphics.copyTexture und dann kopieren wir die Textur original. Dann casten wir das noch zu einer Texture 2D, also S Texture 2D und dann zu Komma unterstrich T und dann kopieren wir den ganzen Inhalt, der bei O, dem Original, drin ist, zu T unterstrich T, also der neue Textur und dann haben wir eine Kopie der Textur. So, jetzt haben wir ja einen Raycast losgeschossen und wir haben ja das Objekt getroffen. Jetzt wollen wir aber von dem Objekt die 2D-Koordinate auf dem Bild bekommen. Das ist ganz simpel, einfach dank Unity gelöst und zwar können wir jetzt einfach sagen, Pixel UV ist gleich hit.textchord. Und schon haben wir die Textkoordinate des getroffenen Objekts. Aber damit es noch 1 zu 1 mit der UV-Map der Textur übereinstimmt, müssen wir dann noch die X-Koordinate, also Pixel UV X mal gleich. Und dann nehmen wir unterstrich t.uf mal der Breite des Bildes. Und dann sagen wir dasselbe nochmal für Height P. Pixel y mal gleich unterstrich text dot height. So, und dann haben wir die exakte Koordinate auf der Textur drauf. Gut. So, dann müssen wir natürlich jetzt auf die Textur zeichnen und zwar an der Stelle, die wir getroffen haben, also Pixel UV. Dafür brauchen wir jetzt aber erstmal eine kleine Methode, die wir uns jetzt schreiben werden und zwar, um überhaupt etwas zeichnen zu können, da sagen wir einfach Void und dann nennen wir sie Circle. Und bei Circle machen wir als Parameter mal die X-Koordinate, Float die Y-Koordinate, dann ein Float für den Radius und einmal ein Color-Variable für die Farbe. So, dann erstellen wir uns ein Float und das ist dann der Radius in Quadrat, also RSQ, sagen wir einfach. Und dann RSQ ist gleich R mal R. So.
Weil das ist einfach nur der Bereich, den wir sprayen wollen. Also in dem Bereich, den wir sprayen wollen. Jetzt erstellen wir uns eine 2D-Schleife. Und dafür sagen wir for int w ist gleich 0 für die Breite. W kleiner gleich. W kleiner gleich unterstrich t dot width. Also die kleiner als die Textur. Dann w plus plus. So, und dann können wir uns die Schleife einmal kopieren und in sie reinkopieren und sagen einfach dasselbe nochmal für h, für height. Hier auch ein h hin und statt width nehmen wir natürlich die height und dann h++. So, und dann in der Schleife müssen wir eine Abfrage machen und zwar sind wir an der Position unseres Radiuses. Also sagen wir erstmal if Klammer, dann nochmal eine Klammer und zwar x, die angegebene x minus der Breite und das im Quadrat, also wieder mal und dann Klammern x minus der Breite plus Klammern und dann wollen wir einfach nur y minus der Höhe in Quadrat. Y minus Höhe in Quadrat. Und dann fragen wir einfach nur ab, ist das kleiner als unsere Radius in Quadrat? Und wenn das der Fall ist, dann setzen wir dann die Pixel der Textur an der Stelle set Pixel und dann setzen wir die an der Stelle W und an der Stelle H zu Farbe C. Dann werden die Pixel an der Stelle eingefärbt. So, jetzt haben wir zwar die Textur, also die Pixel der Textur geändert und eingefärbt in einem Radius, aber jetzt ist die Sache, das liegt nur im Buffer. Also diese Veränderung liegt nur im Buffer. Um sie wirklich auf die Textur zu schreiben, müssen wir noch hinzufügen, unterstrich t dot apply. Und dann werden die Änderungen wirklich in die Datei reingeschrieben. Dann schreiben wir einfach rend.material.setTexture dieses Mal. Und dann sagen wir einfach, die neue Main-Textur ist unsere dot unterstrich main-text. Und die neue Textur ist unsere geänderte Textur, die wir gerade erstellt haben. So, dann können wir hier in der Update-Methode einfach die Methode aufrufen, circle. Und dann nehmen wir einfach nur pixel uv x. Pixel UV Y, denn der Radius ist einfach Radius und die Farbe ist einfach Farbe. Farbe. Und das war's dann auch fast, denn wir müssen noch beim Else, beim Input, aber jetzt nur, wenn ihr schon ein Partikelsystem habt, müssen wir nochmal ins Else reingehen und dann fragen wir einfach nochmal genau dasselbe ab, nur reversed, also einmal umgedreht und zwar ist das Partikelsystem am Abspielen, also wird es gerade abgespielt, dann machst du bitte Stop. Du stoppst es bitte. Und das war's dann auch schon. Dann können wir das alles abspeichern und zurück zu Unity gehen. Dann ziehen wir das Script auf unseren Player und dann ziehen wir noch den Partikeleffekt natürlich mit rein. Den Radius lassen wir einfach auf den Standardwerten 5 und die Distanz lassen wir auf 3. Dann müssen wir noch eine Farbe einstellen. Und wo ihr darauf achten müsst, ist, dass der Alpha-Wert, weil wenn die Farbvariable gesetzt wird, dann ist es meistens auf 0. Achtet darauf, dass es auf 255 steht, damit es auch komplett drauf gesprayt wird. So, und dann können wir uns eine Farbe aussuchen. Da meine Partikel grün sind, nehme ich auch grüne Farbe und dann gehe ich mal in Play-Mode. So, und dann im Play-Mode können wir hier sehen und zack, und wir können wieder schön durch die Gegend sprühen und können Graffiti sprayen, weil wir richtige Rabauken sind. So, Aces. Yeah, Graffiti-Künstler. So, ich hoffe, es hat geholfen und ich hoffe, es findet Verwendung. Und bevor ich jetzt Schluss mache, noch immer einmal kurz gezeigt, wenn man jetzt sich einen normalen Shader erstellt, kann man dann bei der Main-Texture-Variable, bei der Main-Textur, muss man dann bei Referenz unterstrich Main-Texture reinschreiben. So, ich hoffe, es hat geholfen und ich hoffe, es findet Verwendung. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.